Hi und willkommen im Chaos. Chaos, denken sich einige Leute. Ja, im Moment ist hier so ein bisschen Chaos, da wir in der Ersatzteilgewinnung sind, kann man sozusagen. Also wir haben hier zwei Autos zum Schlachten. Der Kollege schlachtet sich einen Senator B24V und ich bin hier gerade dran an einem Astra F1 SI. Der wird geschlachtet und die Ersatzteile wandern dann in einen anderen Astra inklusive des Motors. Und da sind wir auch schon beim Thema, dass sich einige Leute sicher schon gefragt haben oder mit dem Gedanken gespielt haben, lohnt es sich überhaupt ein Auto zu kaufen für Ersatzteile? Also zu schlachten, um Ersatzteile zu haben? Also erstmal grundlegend muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, hat man überhaupt den Platz dafür, sich ein komplettes Auto hinzustellen und dieses zu zerlegen. Bei Mutti vor Tür ist es nicht so wirklich der Knaller, weil ich glaube, weder Mutti noch die Nachbarn, geschweige denn das Ordnungsamt, werden super geil finden, wenn ihr da ein Auto zerlegt auf der Auffahrt und am besten noch das Motoröl schön in die Kanalisation läuft. Deswegen sollte man gucken, ob man die Möglichkeit hat, entweder eine Garage, die vielleicht ein bisschen größer ist, dass man dort arbeiten kann, eine Halle vom Kollegen vielleicht, oder vielleicht mal mit Mietwerkstätten reden, die so ja, verschiedene Arbeitsplätze, vielleicht kann man da ja aushandeln, so einen kleinen Rabatt, wenn man 2-3 Tage einen Stellplatz komplett mietet, dass man da so ein bisschen günstiger wegkommt und man hat ja dann ein Werkzeug vor Ort und dann ist das also manchmal auch einfacher, vielleicht sogar mit der Bühne, die man dann nutzen kann. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die man haben müsste oder die man sich erstmal Gedanken machen muss, damit man überhaupt so ein Auto anfangen kann zu schlachten. Wenn man jetzt einen Platz gefunden hat, stellt sich natürlich selber die Frage, was für ein Auto soll ich mir besorgen. Natürlich soll es logisch sein, das Auto, was man selber fährt. Aber ich bin der Meinung, es muss nicht unbedingt sein, dass dieses Auto eine besondere Ausstattung hat oder Tuning-Teile dran hat, die man dann verwenden kann. Ist natürlich schön, aber meine Meinung finde ich wichtig, auch wenn man sich ein komplettes Auto zum Schlagen holt, dass man viele Kleinteile hat, die man A, nicht mehr bei Opel bekommt, B, man wie bekloppt hinterher rennt, weil jeder schmeißt die ja weg, wenn das Auto, wenn man ein Auto schlachtet, schmeißt man die immer weg. Viele legen sich da Kleinzeug nicht hin. Wir haben uns die Angewohnheit mittlerweile gemacht, wirklich jeden kleinen Scheiß festzuhalten. Jede Klammer, jeden Splint, jedes Schräubchen wird festgehalten. Es nimmt für uns jetzt nicht viel Platz weg. Und wir haben es erstmal liegen. Ich erlebe es immer wieder in Foren, dass viele Leute immer wieder nach Kleinkram fragen. Und ne, diese Sache kann sich ersparen, indem man, wenn man so ein Auto schlachtet, wirklich alles rausholt und nicht nur die Leckerbisse in dem Sinne. Also sagen wir eine Domstrebe, Fahrwerk, dann vielleicht noch den elektrischen Fensterheber raus und dann ist das Auto geschlachtet und weg. Baut wirklich alles aus. Jeden Kleinkram. Irgendwann werdet ihr es brauchen. Und das ist nach meiner Meinung erstmal das Wichtigste beim Schlachten, dass ihr das Kleinzeug habt und vorhin habt ihr dann, wenn ihr ein Auto schlachtet, alles erstmal doppelt. Wenn was kaputt geht, ein Lüftermotor, ein Wischermotor oder sonst was, wenn es mal kaputt geht, habt ihr es liegen. Deswegen ist nach meiner Meinung ein Auto zu schlachten, wenn man vor allem Oldie fährt oder ein Youngtimer, eine sehr sinnvolle Sache, ja, die man definitiv machen sollte. Muss ja nicht sein, dass man jede Woche ein Auto schlachtet und man irgendwann vor Ersatzteil erstickt. Definitiv ist es so, da habe ich selber festgestellt, wo ich jetzt schon mehrere Seat Coronas geschlachtet habe. Nach einer Weile trifft man natürlich auf Teile, wo man sich sagt, soll ich mir die jetzt nochmal hinlegen, weil ich habe schon 5 Stück davon liegen. Weil das, es gibt wirklich auch Sachen an Fahrzeugen, die einfach nicht kaputt gehen. Und da stellt man sich wirklich die Frage, ob man die nicht einfach im Schlachtauto drin lässt. Da kann man die auch im Schlachtauto drin lassen, weil man hat sie ja schon 5-mal. Wie lange braucht man denn eigentlich, um so ein Auto zu schlachten? Es kommt natürlich auf die Möglichkeiten an, die jeder hat. Ich würde sagen, wenn man ja, es einigermaßen gemütlich angeht und man wirklich Möglichkeiten wie eine Bühne hat, muss man schon wirklich, wenn man sich jetzt auch alles hinlegt, also nicht ne, 2 Teile ausbaut, Auto weg, braucht man schon 2 volle Tage, um vernünftigen Auto zu schlachten. Ich meine jetzt mit vernünftig schlachten auch Kabelbaum sauber raus,
Klipse sauber rausnehmen, Teile sauber ausbauen. Es gibt da Leute, die schlachten in der Form, Kabel abschneiden, Teil rausreißen, Hauptsache ich habe das Auto geschlachtet. Und dann kannst du die Hälfte eigentlich wegschmeißen, weil die im Arsch ist. Wenn man es vernünftig ausbaut in aller Ruhe und alleine ist, denke ich mal, mit so Hilfsmittelwerkzeug wirklich 2 Tage, wenn man es macht. Wenn man Hilfe natürlich hat, mit 3, 4, 5 Leuten, dann kann man es sicherlich in einen Tag schaffen. Wie gesagt, man muss die Leute nur ein bisschen instruieren, dass die nicht alles direkt rausreißen. Nun habt ihr das Auto geschlachtet, steht bei euch in der Garage oder in der Halle oder sonst wo. Meistens ohne Vorder- oder Hinterachse, weil wenn ihr das Auto wirklich schlachtet, dann baut ihr, denke ich mal, alles aus. Und somit ist es nicht mehr rollfähig. Bei so einem leichten Wagen wie hier ein Astra F oder ein Corsa B geht es ja noch. Da kann man 4 Mann 4 Ecken machen, dann geht es relativ einfach, noch so eine leere Karosse durch die Gegend zu wuchten. Hier Senator B ist so ein bisschen schwieriger. Ich empfehle jedem dann, sich auch Rollbretter zu kaufen, aber bitte mit Schwerlastrollen und am besten 4 Lenkrollen. Das erleichtert das Schieben dann ungemein. Und wenn man da keine großen Kanten hat, kann man so eine Karosse sogar alleine mit 4 Rollbrettern durch die Gegend eiern. Das ist dann kein Problem. Ja, wie sieht es mit der Entsorgung aus? Grundlegend ist ja auch zu erwähnen, Flüssigkeiten wie Benzin, wenn sie noch gut sind, wandern dann selber im Tank. Servoöl, normales Öl, Bremsflüssigkeit bitte auffangen, gesondert im Behälter füllen und dann an geeigneten Ort abgeben. Sollte hoffentlich logisch sein. Was macht ihr jetzt mit der Karosse, die dann da rum oxidiert? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, spart es euch, Autoverwerter anzurufen. Also wir haben es damals versucht, wir haben sogar 2 Karossen stehen. Es wollte keiner die haben. Es wurde immer gesagt, es lohnt sich nicht für geschlachtete Autos rauszukommen. 50 bis 80 Euro nehmen wir, wenn wir rauskommen. Ja, super, haben wir uns gedacht. Einer war wenigstens so nett, der hier aus der Nähe kommt, hat gesagt, packt das Ding einfach auf den Hänger. Ich hole es dann vor Tür mit einem Stapler runter und ihr müsst nichts bezahlen. Vielleicht bietet das manche bei euch an, nur ich denke mal, so ein Ding auf den Hänger zu kriegen ohne Aktien ist ein bisschen schwierig. Wir haben dann einfach mal Schrotthändler angerufen und nachgefragt. Ich weiß, der Ruf ist bei manchen nicht so gut, aber wir haben zum Glück eingefunden, wo ich sagen würde, dem man ja gut vertrauen kann. Die holen sowas ohne Probleme ab, geschlachtete Karossen. Denen ist das ziemlich egal. Die freuen sich auch, wenn das da mehrere sind oder wenn dann auch mal alte Batterien drin sind. Die verdienen daran ja Geld. Der holt die ohne Probleme ab. Kostenlos und somit ist die Entsorgung kein Problem, zumindest für uns. Da müsst ihr dann so ein bisschen die Schrotthändler anrufen, vielleicht am Telefon so ein bisschen quatschen, dass ihr vielleicht raushören könnt, wie die so ein bisschen ticken oder wenn sie das erste Mal ein Auto bei euch abholen, am besten dabei sein und mal gucken, wie die reagieren und so. Dann hat man so ein Gefühl dafür, ob man die überhaupt wieder anruft oder man sagt, nee, den brauche ich nicht mehr wiederzusehen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Karossen sind ja nur noch aus Metall im Endeffekt, wenn Scheibe und alles raus sind, die klein zu fletzen, auf den Hänger zu schmeißen und zum Schrotthandel zu bringen. Dann bekommt man sogar selber noch Geld. Die Tonne, weiß nicht, liegt glaube ich jetzt bei 20 Euro oder was auch immer, 25 Euro. Man muss sich da natürlich selber fragen, lohnt sich das überhaupt für einen dann? Also man muss ja Zeit investieren und dann die ganzen Fletschscheiben, die man verbraucht. Also für uns haben wir gesagt, vor allem die Zeit ist immer das große Problem. Lohnt sich das nicht wirklich? Wer dran Bock hat, rumzuschnibbeln, kann es machen. Aber ich würde jedem empfehlen, die Karosse, also die Rohkarosse, einfach von Schrotthändler abholen zu lassen und gut ist. Ja, das war dieses Thema. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Infos bekommen zum Thema Autoschlachten und könnt euch so Gedanken machen. Also ich empfehle es wirklich jedem, der die Möglichkeiten hat, es zu machen, weil billiger kommt man Ersatzteile einfach nicht dran. Ist natürlich, wenn man jetzt das erste Mal so ein Auto holt und schlachtet und vielleicht nicht so die Erfahrung hat, so ein bisschen sehr ungewohnt, so ein komplettes Auto zu zerrupfen. Aber man kann auch nicht besser lernen.
Eisenschlachtauto zu zerlegen, weil wenn doch was kaputt geht, dann ist es nicht so schlimm wie am eigenen Auto. Man lernt dann so ein bisschen, wie was zerlegt wird, wie was zusammengebaut ist. Vor allem, wie gesagt, wenn man sich Autos besorgt, die man ja eh selber fährt, hier jetzt ein Astra F oder ein Vectra B oder was auch immer. Es ist auch eine gute, ja, Lernhilfe, könnte man sagen. Wir sehen uns im nächsten Video.